Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es eine Morgenroutine, mal so ganz kurz, so knapp, wie unser Morgen so aussieht. Ich würde sagen, bevor ich irgendwas groß noch erkläre, ist es eigentlich alles selbst erklärt. Also viel Spaß mit dem Video. Und eigentlich mit dem Frühstück, würde ich sagen, endet unsere Morgenroutine. Ich glaube, das war jetzt ein ziemlich kurzes Video, aber im Endeffekt mehr passiert eigentlich nicht. Also wenn ich mich noch schminken möchte, mache ich das entweder, wenn der Karl noch länger schläft, dann direkt nach dem Haare machen oder nach dem Frühstück. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, das war jetzt eine mehr oder weniger unspektakuläre Morgenroutine ohne dass der Karl in die Kita geht oder so. Wir haben noch keinen Platz, aber ich kriege heute auf jeden Fall eine Rückmeldung bezüglich des eines Betreuungsplatzes. Wenn das klappen würde, wäre natürlich super. Und wenn ihr Lust habt, kann ich euch nochmal eine Morgenroutine dann mit Kita-Platz abdrehen, wenn dann die Eingewöhnung und so vorbei ist und wir dann dementsprechend sehr zeitig aufstehen und ich dann auch den Karl wegbringe und danach selbst irgendwo halt hin muss und alles. Genau, also wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.